Hallo, Löwenrudel. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge von Mass Effect Legendary Edition. Zwischen der letzten Episode und der jetzt hier sind wieder 2 Wochen vergangen. Und es ist die Woche vor Ostern. Und jetzt habe ich mal so reingeschaut, was wir noch so alles haben. Wir haben noch 2 Dossiers und natürlich die Allgemeinaufgaben sowie Miranda und Jacob haben persönliche Aufgaben, die werden wir uns noch anschauen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstes mal noch ein Dossier, und zwar der Attentäter, und zwar Tane Kryos, spezialisiert für schnelles Töten durch Biotik, ausgezeichneter Scharfschütze. Tane Kryos ist ein Drell, der von der Kinder als Elite-Attentäter ausgebildet wurde. Seine Spezialitäten sind Präzisionsschüsse auf Großentfernungen und unmittelbare Infiltration. In den letzten Jahren war er weniger aktiv, aber angeblich hat er derzeit ein Ziel auf Ilio. Okay, alles klar. Und ich hoffe, ich komme irgendwann mal mit meiner geplanten Beziehung weiter. So, einmal raus. Und dann haben wir ja noch diese Sonderanfrage gekriegt. Hier möchte ich mal nicht hin. So, vergessen, Timer zu setzen. Habe ich wieder Post? Nicht? Okay. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. War ja klar. Okay, ungelesene Nachrichten. Versetzungsgesuch genehmigt. Commander Schäfer, Teile zu liefern, nehmen wir Versetzung unter den Commander. Okay. Also, hier könnte es kurz passieren, aber geht es darum, dass halt Tali jetzt bei uns sein darf. Gut, ich dachte schon, wer wird der zugespammt hier. Also, ab nach Ilium. Was ein Portal. Hierhin. Okay, wo ist. Ach, da. Ah, da haben wir gerade mehrere. Die Justikanerin, der Attentäter, Lehrer Intel übergeben. Okay, Moment mal. Lehrer Intel übergeben. Die Aufgabe will ich mir jetzt mal ganz kurz angucken. Versteckte Shadow Brokers. Mit Liara reden. Okay, das müssen wir noch machen. Hä? Ja, das ist mit dem Team. Ist das eine Sondermission? Das ist auch nicht. Nein. Coring fliegen. Nach Karamutu fliegen. Acht. Das ist auch nicht. Okay, komisch. Wir fliegen jetzt mal zum Planeten hin. Schauen wir mal, was hier so los ist. Aber cool, dann haben wir gerade 2 Sachen zusammen. Ach hier. Ich werde den Text jetzt hier mal langsam durchscrollen. Oh, Population. 84 Milliarden? Hauptstadt, Nos Astra. Na gut, fliegen wir mal hin. Sieht aber kalt aus. Ja, auf jeden Fall will ich wieder Garrus mit dabei haben und nehme ich ihn sonst noch mit. Ja, Mr. Haut drauf. Annehmen. Automatisch. Bitte, dankeschön. Neue Waffen haben wir jetzt eh nicht. Oder doch, ich glaube beim Präzisionsgewehr, oder? Nee. Was haben wir hier noch so? Schön. Nur die 2. Ah, ich bleibe beim Partikelstrahler. Gut, so viel mal zu dem. Wir enden. Runter geht's.
Willkommen in Nos Astra, Commander Shepard. Wir wurden angewiesen, alle Andock- und Verwaltungsgebühren für Ihren Besuch zu erlassen. Mein Name ist Karina. Wenn Sie Informationen über die Umgebung benötigen, wäre es mir eine Freude, Ihnen behilflich zu sein. Ja, das wäre jetzt gerade meine erste Frage. Warum kriege ich hier alles gratis? Wer hat Sie angewiesen, auf die Gebühren zu verzichten? Der Befehl kam von Liara Tissoni, die alle Gebühren für Sie bezahlt hat. Sie hat auch darum gebeten, dass ich Sie zu ihr führe, sobald Sie Zeit dazu haben. Sie ist in der Nähe der Handelsebene. Was haben wir für extra Fragen? Attraktionen von Attraktionen? Ja, bitte. Haben Sie Empfehlungen dafür, was man auf Nos Astra so alles unternehmen kann? Unser Handelszentrum ist direkt geradeaus. In der Nähe gibt es auch Restaurants und verschiedene Geschäfte. Sie sollten sich auch unsere Kiosks ansehen. Auf Nos Astra finden Sie Sachen, die es sonst nirgendwo in der Galaxie gibt. Warum eigentlich nicht? Wir könnten ja mal ein bisschen shoppen gehen. Und natürlich Liara. Sie sagten, Liara sei hier? Was macht sie? Liara ist eine von Nos Astras anerkanntesten Informationsmaklerinnen. Nos Astra ist ein Handelszentrum. Information ist eine wertvolle Währung und Liara macht damit ziemlich gute Geschäfte. Wie gesagt, Sie finden sie in der Nähe der Handelsebene. Sie freut sich schon auf Sie. Okay, ansonsten... Ich suche nach jemandem. Ich habe eine Mission. Können Sie mir helfen, jemanden zu finden? Bei Unterhaltungszentren und Geschäften kann ich behilflich sein, aber zu einzelnen Personen kann ich sie leider nicht bringen. Aber Liara ist bei so etwas sehr versiert. Sie kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Alles klar, dann ist sie erstmal der erste Stopp. Ich heiße Sie erneut in unserer Stadt willkommen, Commander, und wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Ja, dankeschön. Laut Zollbericht hält sich eine Justikarin namens Samara in diesem Hafen auf, Shepard. Ihre frühere Teamgefährtin Liara Tissoni könnte mehr wissen. Ihr Büro liegt über der Handelsebene. Sie könnten mit ihr auch über den Aufenthaltsort von Thane Krios sprechen, dem Attentäter in ihrem Dossier. Okay. Also ich muss schon... Ich kann mit Garrus reden. Oh mein Gott, ja. Man hat uns immer gesagt, Ilium sei einer der sichersten Orte der Galaxie, bis man vom Raster fällt. Unterzeichne den falschen Vertrag, begib dich in die falsche Gesellschaft oder geh die falsche Gasse entlang. Und schon ist es genauso gefährlich wie überall. Lassen Sie sich nicht täuschen. Es ist hier nicht sicherer als auf Omega. Ja, glaube ich. Aber... Schönes Skyline. Gefällt mir. Würde ich auf alle Fälle mal besuchen wollen. Ja. Das ist, was ich meine. Okay. 25! Bei 25 verkaufen! Nein, Sie hören mir nicht zu. Ich will kaufen. Kaufen Sie alles auf. Komm schon. Gib mir was. Okay, ist das sowas wie... Entschuldigung. Die Börse? Entschuldigung. Sind Sie Commander Shepard? Jo, das bin ich. Sie sind doch Commander Shepard. Ich habe Ihre... Sie würden es vermutlich Aura nennen, gesehen. Ich würde Sie überall erkennen. Okay. Ich soll Ihnen eine Nachricht überbringen, falls ich Sie sehe. Von einer Freundin, die Sie auf Noveria gewonnen haben. Wie lautet denn die Nachricht? Shepard... Wir sind versteckt. Wir graben. Wir bauen. Aber wir wissen, dass Sie jene suchen, die Lieder unserer Mütter zum Verklingen brachten. Wenn die Zeit kommt, wird unsere Stimme sich mit der Ihren verbinden. Und unser Crescendo wird die Dunkelheit mit reinigendem Feuer überziehen. Danke, Shepard. Die Rachni werden wieder singen. Und da... Okay, schade, dass der Ton weg gewesen ist. Aber wow, dass das einen Impact hatte von dem, was wir da bei Mass Effect 1 gemacht haben. Ist ja cool mit den Rachni. Andererseits, ich habe jetzt gerade Bedenken mit dem, sie werden wieder siegen. Das finde ich jetzt nicht so geil. Okay, ja, bist du auf Ilium? Es freut mich zu hören, dass Sie wieder im Aufbau sind. Irgendwo in der Nähe. Die Rachni-Königin ist nicht hier. Die Nachricht ist eine der vielen Erinnerungen von ihr,
die ich in mir trage. Ich bin ihr auf einer unerforschten Welt begegnet. Sie hat mein Leben gerettet. Und mehr noch, sie hat ihm einen Sinn gegeben. Sie sind ein erstaunliches Volk, Shepard. Die Galaxie schuldet ihnen viel, weil sie ihnen eine zweite Chance ermöglicht haben. Ja, sie sollen halt wirklich anständig bleiben. Ich habe ein bisschen Sorge, dass es dann wieder eskaliert. Falls Sie ihr eine Antwort übermitteln können, sagen Sie ihr, dass ich ein Auge auf Sie habe. Ich will nicht bereuen müssen, dass ich Sie befreit habe. Das werden Sie nicht. Frieden ist Ihr einziges Ziel. Leben Sie wohl, Commander Shepard. Sie werden mich nicht wiedersehen. Mysteriös. Plus zwei ab... Warum abtrünnig? Nur weil ich sie gerettet habe? Okay, aber echt cool, dass das einen Impact hatte. Heilige Scheiße. Shepard? Ich dachte, sie wären tot. Ja, das dachten viele, aber bin ich nicht mehr. Shepard? Überall hieß es, sie wären tot. Was ist passiert? Nein, halt, ist vermutlich geheim. Vergessen Sie meine Frage. Sie müssten mich sowieso anlügen. Ich bin Gianna Parasini, interne Ermittlungen Noveria. Sie haben mich bei meinen Ermittlungen gegen Administrator Anolais wegen Korruption hintergangen. Aus heutiger Sicht hätte ich das damals besser hinkriegen können. Kann ich es irgendwie wieder gut machen? Sie haben die Galaxie vor Saren und einem Haufen Geth gerettet. Ich würde sagen, wir sind quitt. Wie auch immer. Letztlich habe ich Anolais doch noch dran gekriegt, weil er mit einer Steuerfahnderin der Asari geschlafen hat. Es ist also gut ausgegangen. Setzen Sie sich und spendieren Sie mir ein Bier. Was führt Sie nach Ilium? Ich meine, worüber Sie auch reden können. Soll ich ihr das jetzt wirklich mit den Kollektoren sagen? Ich bin auf einer Mission, das glaube ich ist irgendwo offensichtlich. Ja, sie glaubt es vermutlich eh nicht. Haben Sie schon mal von den Kollektoren gehört? Sie greifen Kolonien der Menschen an. Ich werde sie aufhalten. Oh Mann, Shepard. Bei mir heißt ein harter Job nur, dass es mehr Papierkram gibt. Hey, hören Sie, mir ist gerade was eingefallen. Ich muss gehen. Wir reden später weiter, ja? Und vergessen Sie nicht, Ihr Bier auszutrinken. Mega schräg, aber okay, mal die Nachricht lesen. Shepard musste weg. Ziel hat mich gesehen, durfte Tarnung nicht aufgeben. Asari hat eine Schmuggelpläne von Noveria. Können Sie sie dazu überreden, Ihnen etwas Besonderes zu zeigen? Ich bin keine 50 Meter gekommen und komme nicht weiter, aber okay. Was ist die beiden da hinten? Welche waren denn das? Aber was haben wir hier? Series Technology stöbern. Ach so, da könnte ich jetzt shoppen. Okay. Das war ganz schön teuer. Medigeld-Kapazität finde ich schon mal ganz gut. Ja. Damit lässt sich was anfangen. Euer Helm? Nee. Erhöht Schilde um 8. Natürlich für schwere Waffen um 5. Ah, das finde ich auch noch ganz gut. Okay, cool. Dann hätten wir das mal gemacht. Ich suche nach den besten Tech-Upgrades, die Sie haben. Natürlich. Ich glaube, die zwei sind's. Willkommen. Sie sehen aus wie jemand, der nur Ausrüstung von höchster Qualität gebrauchen kann. Sehen Sie sich ruhig um. In meinem Geschäft gibt es die beste Tech- und Biotik-Ausrüstung auf ganz Ilium. Hab ich gerade gemacht. Ich will viel ausgeben, das soll können. Ich gehe mal auf dem da. Ist alles hier so teuer? Ich wollte hier eigentlich jede Menge Credits ausgeben. Wirklich? Ich statte ein Team für eine gefährliche Mission aus. Ich brauche das Beste und bin auch bereit dafür zu zahlen, wenn Sie mir ein wenig entgegenkommen. Nun, ich könnte Ihnen am Kiosk einen Vorzugspreis einräumen. So. Ein kleiner Rabatt. Und wenn besondere Waren reinkommen, können Sie einen Blick drauf werfen. Shit. Ich hätte zuerst mit dir reden sollen. Na toll. Von welchen besonderen Waren sprechen wir? Ach, Sie wissen schon. Baupläne, Entwürfe, nichts Illegales. Aber ich habe nicht für alles davon eine Verkaufslizenz.
Okay, ich bin die modernste. Haben Sie sonst noch was? Irgendwas, das in Ihrer normalen Verkaufsliste nicht aufgeführt ist? Nun, da wäre noch eine Sache. Sehr fortschrittlicher Entwurf. Offiziell noch gar nicht erhältlich. Das liegt daran, dass er auf Noveria noch in der Entwicklungsphase ist. Der Export ist illegal. Hallo Hermia. Parassini, das war eine Falle. Aber hier ist nicht Noveria. Sie haben nicht das Recht, mich zu verhaften. Mir ist egal, ob Sie einsitzen oder nicht. Ich habe genug Beweise, um Ihren Laden mit Bußgeldern endgültig zu zerschlagen. Ich hätte gedacht, es läuft jetzt ein bisschen anders, aber ja. Sind Sie überhaupt ermächtigt, den Plan zu beschlagnahmen, den sie verkaufen will? Nicht nötig. Hermia stand unter Verdacht. Und wir haben ihr fehlerhaftes Material geliefert. Das Ding würde lediglich direkt unter ihrer Nase explodieren. Ich muss weg. Ich muss mit meinem Anwalt sprechen. Machen Sie schnell, Hermia. Wenn die Zahlungsbefehle reinflattern, können Sie ihn sich nicht mehr leisten. Das hat gut getan. Ich muss ein bisschen Papierkram erledigen. Kommen Sie doch an meinen Tisch, wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben. Ist das ein Flirtversuch? Jetzt sitzt sie wieder da hinten. Okay, schauen wir mal noch auf die Karte, was man hier alles machen kann. Seriki Technology haben wir jetzt hier. Liaras Büro. Ah, Liaras Büro hier. Tor Selbstverteidigung. Erinnerungen an Ilium Taxistand. Barrier Frontiers. Eternity Bar. Wisst ihr was? Wir schauen jetzt mal in die Bar da rein. Einfach weil sie gerade da ist. Was war so? Okay. Oh, Sklavenhändler. Okay. Junggesellenabschied. Okay, dann lauschen wir uns mal ganz kurz. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir hier sind. Salarianer heiraten nicht. Meine Familie hat lediglich einen Fortpflanzungsvertrag ausgehandelt. Was? Wie auch immer. Näher kommt ihr Jungs nie in eine Hochzeit ran. Deswegen kriegen sie einen Junggesellenabschied. Ende der Diskussion. Ah, okay. Alles klar. Ansonsten mit Grunt reden. Was haben wir hier? Einfach noch mit Barmann. Ach, warum nicht? Machen wir das doch mal mit Grunt. Ich spüre den Hass in der Luft, aber es wird nicht gekämpft. Als ob sie nicht wollen würden. Habe ich recht? Es kommt mir nämlich dumm vor. So viele Regeln und Worte, nur um zu verbergen, dass man was verbirgt. Dabei ist Kämpfen so einfach. Einfach den Typen erledigen, der auf dich zielt. Aber das kannst du ja nicht mal feststellen. Dämlich. Naja, okay. Und dann sagt er, ansonsten gibt's hier, glaube ich, nicht wirklich was Spannendes. Hier noch eine private Lounge. Okay, dann gehen wir mal zu Liara. Ich will einfach nur mal wissen, was hier so abgeht. Jetzt hier noch mal hin? Nö. Gut. Na, komm. Ah, da oben ist auch noch eine Ebene. Minimale Hitzeentwicklung und Geschwindigkeit. Transportation and Shipping Administration. Gehen wir mal zur Administration rauf. Kommen Sie zu Genetic Paradigms und verlassen Sie Ihre Schutzhülle. Hallo, Commander Shepard. Liara wird sich freuen, Sie zu sehen. Warum sollte ich das fragen? Also beide fragen, was machen Sie hier? Ich muss doch einfach mal auf Wiedersehen. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Oh, tatsächlich. Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit bekämpft? Wenige Menschen können das behaupten. Ich mach's mal ganz einfach. Entweder Sie bezahlen mich, oder ich ziehe Ihnen bei lebendigem Leib die Haut ab. Nur mit meinem Gedanken. Shepard! Nixeris, alle Anrufe abwimmeln. Shepard. Die war beim ersten Teil noch freundlicher. Meine Quellen sagten zwar, dass sie am Leben sind, aber ich habe es nicht geglaubt. Es freut mich sehr, sie zu sehen.
Es freut mich auch, Sie zu sehen, Liara. Wie geht es Ihnen? Gut. Ich arbeite als Informationsmaklerin. Ich bezahle damit meine Rechnungen, seit Sie... also in den letzten 2 Jahren. Und jetzt sind Sie zurück und bekämpfen zusammen mit Cerberus die Kollektoren. Allgemein bekannt ist das gerade nicht. Dass Sie am Leben sind, auch nicht, Shepard. Informationen sind jetzt mein Geschäft. Und wenn Sie jemanden suchen, helfe ich gern mit Informationen weiter. Ich suche Thane Krios. Er soll hier auf Ilium sein. Der Attentäter. Ja, der ist vor ein paar Tagen angekommen. Meine Quellen sagen, sein Ziel könnte möglicherweise die Firmendirektorin Nassana Dentius sein. Er hat eine Frau namens Serena kontaktiert. Serena hat ein Büro auf den Frachttransportebenen. Sie kann Ihnen vielleicht sagen, wo Krios ist. Es gibt eine Asari namens Samara hier auf Ilium. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Samara, ja. Sie ist vor kurzem angekommen und bei Überwachungsoffizier Dara gemeldet. Sie finden Dara im Transportzentrum. Warum muss ich Samara bei einem Überwachungsoffizier melden? Ist sie eine Kriminelle? Nein, ganz im Gegenteil. Samara ist eine Justikarin, gehört also zu einer alten Sekte von Asari-Kriegerinnen. Dara kann Ihnen mehr darüber erzählen. Danke für die Hilfe. Mehr wollte ich nicht wissen. Kein Problem. Wenn ich sonst wie behilflich sein kann, sagen Sie einfach Bescheid. Warum? Nieder mit dem Shadow Broker? Wie reicht es, wenn ich das jetzt mache? Ich mach's mal. Ich weiß, dass Sie den Shadow Broker suchen. Ich habe von Cerberus die Information, wo er sich aufhält. Interessiert? Absolut. Ich hatte keine Ahnung. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Sieht aus wie eine abgefangene Übermittlung zwischen Agenten des Shadow Broker. Einige Hinweise zum Standort und... Es geht um Farron. Er ist noch am Leben. Wer ist Farron? Er war ein Freund. Er hat mir geholfen, ihre Leiche dem Shadow Broker abzunehmen. Weshalb wollte der Shadow Broker meine Leiche? Er wollte sie an die Kollektoren verkaufen, aber Farron und ich haben das verhindert. Farron hat sich geopfert, um mich zu retten. Dann haben Sie mich gerettet. Und wie bin ich zu Cerberus gekommen? Nun, Sie haben mir die Informationen für Ihre Bergung gegeben. Vorher haben Sie mich mit Farron zusammengebracht. Danach habe ich sie Ihnen übergeben. Sie sagten, Sie könnten sie zurückbringen. Okay, das ist jetzt gerade ziemlich überraschend. Warum gaben Sie mich selber? Ja, warum? Sie sind also dafür verantwortlich, dass ich bei Cerberus gelandet bin? Warum? Soll man etwa Freunde sterben lassen, obwohl jemand einen Hoffnungsschimmer anbieten kann? Sie haben sie zurückgebracht. Und jetzt geben Sie mir eine Chance, Farron zu finden. Nach 2 Jahren hätte ich das nicht gedacht. Ja, wir probieren's. Jeder Freund von Ihnen ist auch mein Freund. Was ist der nächste Schritt? Ich weiß nicht. Vorbereitungen, Treffen, Nachdenken. Ich gehe nach Hause. Benutzen Sie mein Terminal, wenn Sie lokale Informationen brauchen. Sind Sie okay? Ich habe 2 Jahre lang meine Rache geplant. Jetzt habe ich die Chance, eine Rettungsaktion daraus zu machen. Ich möchte helfen. Kann ich in Ihr Apartment kommen? Okay. Was? Hoffentlich habe ich bis dahin einen Plan. Danke, Shepard. Was war denn das jetzt für eine schräge Konversation? Und vor allem zum Schluss jetzt mit... Kann ich ins Apartment kommen? Hä? Okay. Aber gut, dann nutzen wir mal das Terminal. Wobei, das finde ich jetzt gerade ein bisschen fishy. Aber ja. Sie kann Samara auswählen. Aktuelles Intel herunterladen. Okay, das andere. Tail. Intel herunterladen. Okay. Gibt es jetzt Neues auf der Karte? Mal nur mal kurz gucken. Da sind wir jetzt gerade. Überwachungsbüro. Barriers Front Detection. Erinnerungen an Ilium. Tor, Selbstverteidigung, Transport und Fracht.
Geht das noch ein bisschen genauer? Da ist die Handelsebene. Warte mal, jetzt müssen wir kurz orientieren. Da ist die Normandie, da sind wir reingegangen. Achso, ja, ja, okay. Transport und Fracht. Ich würde gerne da mal hingehen. Also gehen wir da mal wieder runter. Wow, das ist ein ziemlicher Irrgarten hier. Ich weiß, dass die Daten für die Familie Kirosa sehr wichtig sind. Lassana Dentius hat uns nicht mal Zeit zum Packen gelassen. Ich kann von Glück reden, dass ich überhaupt rausgekommen bin. Ihre Söldner haben plötzlich das Feuer eröffnet. Wenn sie ja, uns mal reinlässt, hole ich alles. Das sieht mich jetzt nicht so sehr. Können wir nur noch hoffen. Ist das hier? Was haben wir hier? Sönja, dann hier ansonsten nichts mehr. Hier, glaube ich, wird ein Frachter andocken. Sieht zumindest so aus. Katsch war mal bei dir. Serena? Wer will das wissen? Ich heiße Shepard. Liara Tassoni sagte, sie hätten vielleicht Informationen über Thane Krios. Tanner, machen Sie für mich weiter. Hierüber. Ja, ich weiß, wer Thane Krios ist. Ich habe ihm Informationen gegeben, aber ihn nicht angeheuert. Was wollen Sie wissen? Vielleicht könnten Sie mir helfen, ihn zu finden. Ich kann es Ihnen sagen, aber Sie werden ihn nicht aufhalten. Als er mich kontaktierte, habe ich ihn überprüft. Er hat bisher jeden Job zu Ende gebracht. Ich war für die Sicherheit von Lassana Dentius zuständig. Aber dann fand ich raus, dass sie Leute umlegt, um ihre schmutzigen Geheimnisse zu wahren. Als ich sie damit konfrontierte, hat sie mich gefeuert. Selber schuld. Ich hätte Thane vielleicht davon abhalten können, sie umzulegen. Okay. Interessant, aber ja, okay. Sagen Sie mir einfach, wo ich Thane finde. In den Dentius Towers, Penthouse von Turm 1. Es gibt einen zweiten Turm, an dem noch gebaut wird. Wenn Ihr Freund clever ist, geht er von da aus rein. Also müssten Sie ihn dort finden. Warum sagst du das so bereitwillig? Das ist doch irgendwie fishy, oder? Das klingt nicht danach, als würde Nassana mich einfach so reinlassen. Sie ist ebenso klug wie paranoid. Ohne Kampf kommt da keiner rein oder raus. Ich kann sie reinbringen, aber sie haben nur einen Versuch. Sie sollten sich gut vorbereiten. Ja, gut. Ab ins Getümmel. Ich bin jetzt bereit. Genau das will ich hören. Wir gehen heute Abend, sobald die Schichtarbeiter Turm 2 verlassen haben. Okay, dann gibt's jetzt mal ein bisschen Action, was natürlich überhaupt nicht auffallen wird. Ja, natürlich mit den beiden hier wieder. Macht doch Sinn. Ja. Beenden. Die Türme sind schwer bewacht und wenn sie sich dem Penthouse nähern, werden sie auf mehr Widerstand stoßen. Was den Attentäter angeht, wollen Sie ihn aufhalten? Ich will nur dafür sorgen, dass er überlebt. Wir sollten wirklich mal einen Film draus machen. Da sind sie, die Dentius Towers. Sie müssen den zweiten Turm rauf und dann über die Brücke rüber zum Penthouse. Ihre Söldner werden sie alle paar Meter angreifen, aber es ist ihre beste Chance. Liegen wir einfach rauf? Ist das eine Option? Warum sparen wir uns nicht die Zeit und fliegen mit dem Shuttle rauf? Weil Söldner mit Raketen genau darauf warten. Sie kämen vielleicht bis auf halbe Höhe, bevor man sie abschießen würde. Außerdem nimmt ihr Attentäter garantiert einen anderen Weg. Unauffällig ist die bessere Lösung. Noch einen letzten Hinweis zu den Türmen? Die Eclipse-Söldner haben sich mittlerweile bestimmt gut verschanzt. Sie wollen Nassana keinesfalls enttäuschen. Es gibt keine automatische Verteidigung oder Fallen. Achten Sie nur auf alles, was sich bewegt. Ja gut, alles klar. Dann würde ich sagen, ab rein in den Turm und dann gibt's keine Söldner mehr. Gut. Gehen wir's an. Moment. Oh, das sieht so schön aus.
Das ist ein großer Turm. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht ewig, bis wir da oben sind. Hä? Warum? Oh nee, nicht die Dinger. Okay, kann nicht mal durchschnaufen hier. Alles klar, das ist dann schon mal das Willkommenskomitee und das Turm Nummer 2. Oder ne, Moment, wir sind jetzt in Turm 2, das ist Turm 1 dann, oder? Denke mal. Waffentechnisch hätte ich gern. Ja, bleiben wir mal dabei. Auch wenn das Ding super ungenau ist. Ist es egal, wo wir lang gehen? Ich gehe erstmal nach da links, da sind sie auch herkommen. Keine Secrets bis auf medizinische Station und. Ach, ein Terminal mal wieder. Okay, das ging schnell. Ah, wieder gut Geld, sehr gut. Und hier hinten gibt es hier wieder Verstecke. Nö, sieht nicht so aus. Kann ich mit dir. Ne, ich kann nicht mit dir quatschen. Geros, ich will mit dem mal was unternehmen. Red mal mit mir. So viele Folgen schon versuche ich das. Ja, moin Sinn. Hilfe! Er ist noch am Leben. Ich spüre meine Füße nicht. Meine Brust bringt mich um. Wer war das? Wir sind nur die Nachtschicht. Nassada hat sie auf uns gehetzt. Sie hat die Max geschickt, um uns zusammenzutreiben. Aber wir haben nicht gehört. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Warum habt ihr nicht gehört? Und gibt es da noch ein bisschen mehr Infos zu dem? Warum sollt ihr es einfach so machen? Sie haben sie einfach angegriffen? Ja, wir waren zu langsam. Es war schrecklich. Alle haben geschrien. Die Söldner sagten, es dulde keinen Aufschub. Nassana wollte uns aus dem Weg haben. Sofort. Dann. Die Hunde. Er wird nicht überleben, wenn wir ihm nicht helfen. Ich kann nicht atmen. Bitte. Hier, das sollte die Schmerzen lindern und sie am Leben halten, bis Hilfe eintrifft. Echt? Für den Typen? Wieso? Lassen Sie sich Zeit. Ich glaube, es geht mir besser. Finden Sie die anderen Arbeiter. Helfen Sie ihnen. Ich habe das jetzt eigentlich nur gemacht, weil ich hoffe, dass Garrus das irgendwie toll findet. Ja, erzähl mal was über das Söldner, bitte. Wissen Sie, wie viele Söldner Nassana hat? Viele. Dutzende von ihnen haben den ganzen Tag hier patrouilliert. Je weiter sie raufgehen, desto mehr werden sie treffen. Warum sollte Nassana ihre eigenen Arbeiter töten? Für sie sind wir entbehrlich. Aber mir war nicht klar, dass sie so skrupellos ist. Meine Freunde, Kollegen, niedergemetzelt. Sie sprangen von den Vorsprüngen, um den Hunden zu entkommen. Bitte was? Oh, heftig. Ich muss rauf zum Penthouse. Vorschläge? Nehmen Sie den Wartungsaufzug in die oberen Etagen. Die Brücke zwischen den Türmen ist noch nicht fertig. Aber wenn Sie vorsichtig sind, achten Sie auf die Söldner. Die sind überall. Gut, Sie müssen alles hier klar. Sicher sein. Danke. Das vergesse ich Ihnen nie. Wenn ich jetzt noch witzig, wenn das jetzt auch noch einen Impact hat, und habt ihr gesehen, wie der da einfach in der Ecke verschwunden ist? Ah, ich bin wieder Vorbild. Naja, alles klar. Gut, also hier geht's jetzt weiter. Oh, wieder schöne Skyline. Gefällt mir. Gut. Wir sind bei der halben Stunde, sogar ein bisschen drüber. Das heißt. Heißt erstmal, wir haben einen Kampf. Wir machen
das hier. Eis. Schwächling! Oh, was war denn das für ein Typ? Okay, wir gehen mal wieder auf diese Waffe. Gut, dann werden wir erstmal hier nochmal aufräumen. Diese Hunde sind so nutzlos. Okay, hier mal bitte kurz rein. Ab in die Deckung. Ich nehme sie mir vor. Yeah, direkt auf den Arsch. Mit Vergnügen. Nice. Okay, ihr macht's mal das. Ich schau mal. Hier ist ja offen. Alles klar. Oh shit, da haben wir einen, der stärker ist. Wow, die treffen ganz schön gut. Ja, okay. Geh schon! Ja, direkt auf den Arm. Holy shit. Also ich muss echt mal mit meinem Schild anfangen. Das ist ja. Ah, okay, Jungs. Wenn ihr so spielt, dann spiele ich halt auch so. So, sonst noch jemand? Okay, der scheint es gewesen zu sein. Schauen wir mal, haben wir hier noch irgendwie ein paar Goodies? Nee, wohl nicht. Ich brauche noch Munition für die schweren Waffen. Guten Tag. Na, kommt's mal raus. Ah, wieder so ein blöder Hund. Bei den Kollegen explodiert. Direkt auf den. Sehr nice. Verstanden. Geht's mal nach da vorne, bitte. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Und noch so ein scheiß Hund. Okay, wir brauchen mal die Einigkeit, weil unser Liebling ist mal wieder tot. Nicht jetzt doof. Wo ist das mit der. Ach, da. Auf den Boden, sofort! Na komm, geht auf! Ah, so viel zu ihm hier. Er ist super Kämpfer. Bleib mal auf hier! Gefühlt alles alleine hier. Shit, kann man nicht so mehr. Da, geht's mal nach da vorne, bitte. Verstanden. Okay, nice. Munition, bitte, danke. Irgendwas. Ah, ist ziemlich mau. Wenn wir da wieder unten sind bei den Händlern, schaue ich da mal, ob ich mal ein bisschen auffüllen kann. Und was es sonst noch Interessantes gibt. Okay, aber hier geht's weiter. Jetzt mache ich aber hier erstmal Episodenpause. Wir sehen uns bei der nächsten Episode. Wird bestimmt kampfreich werden. Also, bis demnächst. Und wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Bis zu einem Abo. Und kommt auf unser Discord, wenn ihr wollt. Link ist in der Videobeschreibung. Also, bis bald. Tschüss.